Servus und hallo zu Fußballmanager 13. Danzeman und ich sind wieder zurück. Ja, hallo zusammen und ja, wir haben vor, so ein bisschen uns auf die Herausforderungen einzulassen, zumindest da mal ein bisschen was freizuschalten, so gut es geht. Ja. Und da sind wir drauf gekommen, dass wir noch gar keine Kaderanalyse gemacht haben und das bringt natürlich auch nochmal so ein, ja. 2 FM Mark. Yay! Allerdings reicht es immer noch nicht für das, was wir eigentlich wollten. Okay, er ist eine Aber Woche dazu, damit beschäftigt, die zu machen, aber da bin ich schon mal gespannt. soll er machen. Allerdings guck trotzdem mal drauf, weil ich glaube, wir haben jetzt ein Bonusding freigeschalten. Ja, Gerichteküche. Okay, das hat sich jetzt aber, naja. Jetzt sehen wir immerhin die Gerüchte bevor und können eventuell noch eingreifen und vielleicht noch wen verpflichten. Ich meine, gut, wir haben dabei kein Geld, aber theoretisch könnten wir da noch einen Deal verhindern. Wobei Also das ja beim letzten Mal auch so gut geklappt hat und der Spieler dann so günstig war für uns, aber Transfer als der noch ein Woche. anderer interessiert war. Na gut, gucken wir mal weiter. Wir werden einfach mal drauf achten. Beziehungsweise, jetzt haben wir natürlich, da unten war gerade ein Angebot. Egal, müssen wir beim nächsten Mal halt gucken. Guck mal Ja. gleich nach dem Spiel gegen Bukarest im Textmodus wieder, oder? Würde ich sagen. Europa League. Du siehst, wir sind stärketechnisch aber gar nicht so weit auseinander. Also, es könnte schon hart werden. Der Fight. Die Mannschaft sollte ein akzeptables Ergebnis erzielen. Die Mannschaft darf nicht verlieren. Gegen stärkere Gegner. Das geht sich gerade nicht aus. Ja, vor allem, wir sind knapp dran. Ja. Also wirklich uns was erlauben können wir eigentlich nicht in dem Spiel. Mannschaft sollte nicht mit mehr als einem Torunterschied verlieren. Die Mannschaft sollte ein akzeptables Ergebnis. Ja, akzeptabel würde ich sagen. Entweder Die Frage ist Zweikampf nur, oder ja, ordentlich Fußball. die Frage ist, wollen wir einen Punkt dafür ausgeben oder wollen wir es nicht? Im Endeffekt, oder? Da ist es relativ knapp, deswegen würde ich eher sagen, wir machen keinen. Okay. Probieren wir es. Myokolo, ist das der Vater von Steven Myokolo, dem Spieler? Wäre witzig. Keine Ahnung. Bukarest hat ja auch gegen den VfB in Real gespielt. Ja, zweimal schon. Also in Stuttgart gab es ein 2:2, recht glücklich für den VfB. In Bukarest ist noch gar nicht so lange her, gab es ein 5:1 für den VfB. Überraschenderweise. Ja. Dass aber noch die Chancen aufs Weiterkommen in der Euroleague, dadurch haben sie sich wieder eine Chance verschafft, quasi. Sie waren schon so gut wie raus. Und ja, bin mal gespannt. Bei uns dürfte es wegen mir auch so laufen. Und es sieht gut Tor! aus. Chris Chris Wood! Wood. Also, ich finde, wir haben schon jetzt eigentlich einen recht guten Transfer gemacht, weil wir haben Ja. mindestens schon mal ein Auswärtstor. Super. Und Da leckt er wieder an der Stange. am Ball. Ja, der darf ja heute spielen. Ibisevic auch. Und Thierry Henry sitzt auf der, nicht mal auf der Bank. Der darf nämlich nicht spielen. Der ist in Oder noch Stuttgart nicht. geblieben. Genau. Ein Flugticket weniger zu bezahlen. Naja, wer unsere Gehaltssituation kennt, weiß, dass wir Geld sparen müssen. Ja, vom Transfer her können wir uns noch was leisten, aber wir können ihn halt nicht bezahlen. Da fällt das 1:1. Leider, leider. Ich hätte auch, ich habe da auch ein Handspiel gesehen. Aber ja, noch halten wir uns ja ganz gut und haben wieder eine starke Chance. Ibisevic. Und schiebt trocken ein. 2:1. Sehr schön. Sauber, beide Stürmer haben getroffen. Vedat. Das sieht man sehr gerne als Trainer. Ja. Kakao Okay. hätte man noch auf der Bank, aber dabei bin ich immer zufrieden. Ja. So. Ja, und André Weiß, den haben wir ja auch so ein bisschen reinschmeißen müssen, unseren eigentlich zweiten Torwart. Oh, Ibisevic. Oh. Zur Ecke, schade. Aber das ist noch nicht, der ist noch nicht raus aus dem Spiel, der Ball.
wären bei Schade. Ja, aber also wir machen zumindest weiter Druck. Das gefällt mir. Ohne Probleme vollendet. 3-0. 3-1. Sehr schön, sehr schön. Ibisevic, sehr schön. Ja, was ihm in Real nicht gelungen ist, in Bukarest zu treffen, trotz 5 Tore, Echt? gelingt ihm hier gleich zweimal, umso schöner. Ja, wer in Bukarest sehr stark aufgetrumpft hat in Real Life, war die Japan Connection, also Sakai. und Okazaki, ja. Die Die beiden Sacks, die beiden Säcke. haben zusammen 3 der 5 Tore beigesteuert. Ja, Ja, das würde ich sagen, oder? In der zweiten Mannschaft drehen wir, zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. ja, selbst wenn wir 3 zu 2 dann nur noch spielen, aber das passt dann. Ja. Ja. Schauen wir mal, wen wir loben können. Also Heiner mit einer 1. Schau an. Hanik, schick mal zum Masseur. Sakai mal wieder. Welche Überraschung. Der bereitet Taski. sich schon vor mit Lavendelöl. Taski oder Wut? Taski würde ich sagen, oder? Der Taski hat nochmal 2 Punkte weniger. Kann ja nicht schaden. Gut. Harnik Gut, bekommt Wut. auch, ja. Heinal loben. Lob, Müssen wir ja, uns ich sehe. das doch noch überlegen mit dem Heinal. Ibisevic freut sich Ja, auch. Harnik können wir definitiv mal kritisieren, motivieren meine ich. Niedermeier loben wir auch. Ja. Schön. Hat richtig gut gebracht, mit dem Niedermeier auch zu sprechen, die Form nochmal hoch zu pushen. Das hat ihm gut getan. Ja, der hat auch inne 1, also es gefällt mir. Also, was wir vorher war der in der Form relativ mies, bis wir mit ihm gesprochen haben. Ah, nix, sie werden meinen Einsatz nicht bereuen. Oh, guck mal, schau Schauen an. wir mal. 2 Moral plus 2 Selbstvertrauen. Das klingt auch gut. Ja. Hat schon was gebracht, ihn ein bisschen zu motivieren. Wen magst du noch? Also ich schwanke zwischen weiß motivieren und Wut loben. Und dann loben wir den Wut. Das hat nichts gebracht, okay. Außer, Danke, ich hänge mich weiter rein. nimm die Zunge rein und gib Alles ist Gas. gut. Ecke. Also Ibisevic. Das Ding ist noch nicht gegessen. Nee. Also im 4-1 jetzt direkt nach der Pause, da hätte ich dann schon ein bisschen beruhigter mich zurücklehnen können. Aber ich sage jetzt mal, nur 2 Tore Vorsprung ist noch nichts eigentlich. Klar, bei diesem, du siehst ja, die Mannschaftsstärken sind nicht so weit auseinander. Ja, momentan eine äußerst einseitige Partie. Ja, gut. Ein Tor von ihnen und sie sind wieder dran, wenn es dumm läuft. Also. Ach, nicht so negativ denken. Ich schicke mal die Spieler zum Aufwärmen. Also ein bisschen die Route ins Fenster stellen. Aber Niedermeyer, der grätscht halt alles ab. Hat man da so das Gefühl. Na, der ist richtig motiviert. 15 Meter. Ah, okay. Trifft nur Shinji Okazaki. Die Japan Connection. Aber wir spielen immerhin weiter nach vorne. Das passt ganz gut. Chris Wood überwindet Keeper. Chris, sehr, sehr gut. Ah, oh, schade. Mist. Gerade schon gefreut, dass der sein zweites Tor macht. Ja, leider abseits. Ja. Jetzt leider die Rumänen mit einer sehr Grieswut. guten Chance. Puh. Danke, André Weiß. Müssen wir an der Stelle sagen. Da grinst er. Gut gemacht, Das gut fehlt mir gemacht. noch so ein bisschen so. Zweierlei Bilder. Also, je nachdem, was los Ja, ist. gut gelaunt und schlecht gelaunt. Ich glaube, das ist ein mega Aufwand. Die haben ja, glaube ich, schon 55.000 Bilder drin. Ja, und haben wir jetzt noch zu wenig? Von Ja. Bukarest haben sie ja kaum Spieler drinnen. Ja, Haben sie ja guck nicht mal mal. ein Logo für Bukarest? André Weiß dreht auch auf. Ja. Jetzt hat sich jetzt von der 3,5 zur Pause auf eine Auf eine 1 1,0. gewechselt, ja. Den müssen wir auswechseln. Gleich mal Lob. Lob. Lob reinschreien. Im nächsten Drittel kriegt er ein Lob. Ach nee, Drittel geht gar nicht, ne? 67. Minute. Irgendwen auswechseln. Hi, Ja. Harnik, der sich so richtig reinringen wollte. Beziehungsweise unsere Taski. auf die frische Werte mal geachtet, würde ich. Na,
Chris Wood vielleicht mal eine Pause gönnen. Ja? Ich werde auch Tuskegee, glaube ich, mal rausgeben gegen Massa, weil die 4,5 ist peinlich. Vielleicht wirklich mal Kakao mit Ibisevic zusammen. Kakao mit Ibisevic, okay. Kann's eigentlich eh nicht mehr kaputt machen. Sakai, der ist trotz Massage platt. Ist die Frage, ob wir Hoogland da reinbringen oder ob wir Ansonsten. sagen, er soll zu Ende spielen und Holzhauser für Heinal oder so. Wie gesagt, im Prinzip glaube ich nicht mehr, dass viel anbrennen wird in der Partie. Holzhauser für Heiner, naja, aber Heiner mit der 1 würde ich nicht auswechseln. Also wenn dann Sakai. Machen wir Sakai gegen Hoogland. Okay. Dann Jetzt sollte ja nichts mehr anbrennen. bringt's mal schön zu Ende, bitte. Die wechseln auch. Ah, zwei, ein Bild gegen ein Bild getauscht. Ja, passt irgendwie auch nicht so hundertprozentig, diese Auswechselanzeigen. Ja. Kakao für Sakai. Genau. Haben wir da was falsch eingestellt? Hoogland für Wood. Genauso Auch gut, ja. wollten wir es haben. Leckt ihm noch mal kurz über die Backe. Du machst das schon. Das ist seine Art. Da wollen wir ihn auch nicht bremsen. Wer so ein Bild hat. Bin gespannt, wie das in der Teamdynamik ankommt. Tim Hoogland mag Chris Wood nicht mehr. Oder so. Molinaro mit der Flanke. Yes. Hoffentlich diesmal nicht im Abseits. Nein. Zählt. Cool, Ibisevic. Mal Dreierpack wieder. heute. Ja. Ja, das sollte ein Achievement geben. Eigentlich schon, ja. So, jetzt Kakao noch ein Tor und dann haben wir es eigentlich. Emre Can. Okay. Ach, schade. Das Tor. Ach, knapp drüber. 82. Minute. Krass, hm? Dass wir so extrem besser sind. Also ein Tor fehlt noch, dann hätten wir das Richtige. Also unsere Mannschaftsstärke ist auch, hat sich ordentlich gesteigert. Ja. Ah, okay, alles klar, Hammer. Da haben wir es doch. Ibisevic. Ibisevic mit seinem vierten Tor. Krass. Da möchte es der Realität aber nochmal zeigen hier. Wollen wir jetzt hinten dicht? Ja. Ja, oder Kontrolle, je nachdem, ob wir beides nehmen können. Schön, noch ein bisschen auf Zeit gespielt. Sicher den Ball lediglich ab. Schade, dass wir da kein Clean Sheet haben, aber pff, ja. Für ein 5:1 möchte ich mich jetzt auch nicht beschweren. So habe ich es im Real Life auch gedacht. Stand dann lange Zeit 5-0 und irgendwann mal 5-1. So, ah, schade, aber mehr auch nicht, ja. Man möchte sich da auch nicht lange aufregen. Sie Also haben sehr real spielen wir ja, da. sie Fünf haben Punkte gewonnen. ja. Also ich hoffe, wir bleiben bei den Fett. restlichen Ergebnissen nicht da dabei, wie es in Realität gelaufen ist. Fett, fett, fett. Ibisevic, bester Spieler. Vor allem haben wir dann fürs Rückspiel auch schon einen ordentlichen Puffer, ein bisschen was auszuprobieren vielleicht. Ja. Na, das sind zu Ruhig auch. viele, die gucken wir uns jetzt nicht alle durch, würde ich sagen, oder? Nee, ruhig auch mal Holzhauser. Vielleicht die Deutschen kurz, so als Bayer Liga-Konkurrent. Leverkusen gegen. 3-2. Wobei, das können wir auch gegen, wenn das zweite Spiel gespielt ist eigentlich. Da brauchen wir jetzt hier nicht groß. Kann sich ja eh noch alles ändern. Salzburg 0-0. Okay. Nein, verloren. 1-2 zu Hause. Okay. Liga-Fakten. Ja, wir sind leider nirgends dabei. Schade. Mein Engländer denkt, das verpasst. Newcastle auch nirgendwo dabei. Nee. Nee, haben wir eigentlich nichts verpasst, oder? 16 Jahre. Nice. Okay, Nathan Lissette. Ja, der ist super. 8000. Wir können vor allem extrem viel drüber sagen. Ja. Na gut, dann schauen wir gleich mal weiter. Da war ich immer besonders gut. Ich habe da auch immer nach Stärke sortieren lassen.
Das hat vor allem beim 10er so richtig gut geklappt. Da gab es diese Stärkefunktion nicht. Das heißt, man konnte nur irgendwie zufällig einstellen oder wenn man es halt Okay. selber gemacht hat. Egal wie, ich habe es nie zusammengebracht. Siebter Stuttgart, mannschaftstechnisch, Dann gehen wir mal aufs, stärkentechnisch. stellen wir uns mal auf 6 hoch, oder? Das soll ja die Zielsetzung sein, in den Europapokal zu kommen. Schauen wir mal, wie das alles so klappt. Ja, ich meine, Bremen mit 795 ist auch relativ mies bewertet, finde ich. Aber und Dortmund mit 764? Wollt ihr mich verarschen? Ja, stimmt. Dortmund ist weit hinten. Das holen wir die nach vor, oder? Ja, vielleicht sogar noch vor Leverkusen tendenziell. Auf Platz 2 hinter den Bayern oder sogar auf 2 hinter den Bayern, weil also ich, ganz ehrlich. Damn it. Oh nee, ne? Oh, okay, Hamburg vielleicht noch vor uns und dann Dann war es da Gladbach Mönchengladbach, würde ich eher auf. dahinter, oder? Ja. Wahrscheinlich spielt Bayern jetzt gegen den Abstieg. Wir haben Let's Play. Die haben sich gegen Osnabrück im Pokal schon so schwer getan. Wollen wir das so lassen? Freiburg haben wir jetzt vergessen. Ja, Wolfsburg ist aber auch mies. Also 724, das stimmt hinten und vorne nicht. Als Spielstärke. Können Sie mir sagen, was Sie wollen, aber. Greuther Fürth, ne? Vielleicht hat er gerade die B-Mannschaft gespielt zu der Zeit, oder ich habe keine Ahnung. Möglich, ja, weil. Augsburg. Ja, die dreimal nach hinten versetzen, das passt schon, glaube ich. Ja, im Prinzip ist es eh Glücksspiel mit diesem Stärkensystem, weil Wir dann werden spielt. bestimmt wieder gut abschneiden. Bestimmt, ja. Frankfurt hat eine gute Saison, aber mal gucken, wie es da ist. Ja. Ja, gut. Im Manager schneiden sie tendenziell eher schlechter ab, glaube ich. Yeah, wir haben es geschafft. Ja, mit 4 Toren sogar. Viererpack, einer ihrer Spieler muss mindestens 4 Tore. Was ist mit dem Dreierpack? Kriegen wir den auch noch? Nachträglich? Ich glaube nicht, weil er eben 4 geschossen hat und keine 3. Das kommt beim nächsten Mal. Ja. Super. 4 Tore, das gefällt mir auf jeden Fall. Das heißt, seine Form dürfte auch dementsprechend sein. Ich würde sagen, Sicherheits-Albert speichern wir das ab. Sicherheitsalbum. Kann ja nie wissen, wann der nächste Bluescreen kommt. Oh ja. Und dann schauen wir mal nach den. Schadensbericht Verletzungen. Sommertransferperiode endet in einer Woche. Schauen wir mal nach den Bandenwerbungen oder was auch immer da unten angezeigt wird, würde ich sagen. Sponsoring. Sponsorangebot. Ja, gerne. Geld nehmen wir immer. Auch von Versicherungen. Ja. Wenn es sein muss, auch dreckiges Geld. Ja, wir haben es ja nicht dreckig gemacht. Da erhöht sich aber so gar nichts. Wollen wir es unterschreiben? Weiß nicht, 28.000, was sind denn? Ja, wir können da jetzt halt auch nicht rausgehen, ne? Ja. Ja, komm, unterschreib es, ist nur für ein Jahr. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht. Ja, Ja, gut, so in der Mitte. wir sind zumindest nicht ganz unten. Gut. Okay. Privater Bereich. Gehen wir wieder Golf spielen. Das hat wieder viel gebracht. Bis deine Fitness wieder abnimmt. Okay, können wir auch gleich weiter. Es steht ja gleich das Ligaspiel an. Ja. Erste Heimspiel in der Liga. Das würde ich sagen, machen wir wieder in 3D und im nächsten Part dann. Als kleinen, als kleine Vorschau. Jetzt Ja. geht's los. Kleiner Cliffhanger. Ja. Und wir sehen uns dann Aber beim nächsten Mal wieder. bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch. Okay, dann noch nicht. Was wollen wir machen? Schauen wir mal, was wir für Belohnungen haben. Jetzt können wir uns nämlich schon die großen Sachen leisten. Nach dem 4er. 74, das ist ja nicht. 75, toll. Nein. Verbesserungsvorschlag. Ja, vor allem Investor hätte in unserem Fall theoretisch sogar echt, also. Ja. Magst du noch warten? Ich weiß nicht. Aber du weißt, worauf ich spekuliere, oder? Naja, Kohle. Naja, Kohle. uns fehlt ja noch Kohle, allein deshalb, weil wir im Moment aufgrund von unseren Gehältern überhaupt nichts machen können. Also es wäre so eine Idee oder halt, ja,
Ja, das andere Re hat mich jetzt noch nicht so rausgerissen, also von den Sachen, die ich so gelesen habe. Wie sieht's bei dir aus? Farben? Teamhierarchie aller Vereine ist für 50, ist ein bisschen heftig. Für 30 hätten wir drüber reden können, aber für 50. Nicht mal. Ja, da kannst du, hättest du halt sehen können, wem du quasi den besten Spieler nehmen könntest. Aber. Verbesserungsvorschlag eventuell, dass man in der Teamanalyse eine Info kriegt vom Co-Trainer, was er vorschlägt, was man verbessern kann. Ja, wobei ich, ja, ich habe die in einem von meiner Spiele schon und das war jetzt nicht so immer ergiebig unbedingt. Aber da ist die Frage, ob nicht ein Investor vielleicht doch besser ist. Aber. Scouting würde ich auch gerne machen. Neues Scouting-System mit noch einem Spieler mehr pro Woche. Kann schon was dahin gehen. Das wäre definitiv auch noch eine Option. Und halt eben Motivationslehrer später mal. die Gespräche sind generell immer auch Ja, gut. stimmt. Also da, die gehen, glaube ich, noch bis 9 oder 10 hoch. Also da können wir uns noch jede Menge leisten. Aber ja, so wie du sagst, vielleicht ist doch der Motivator in Form von Geld gar nicht so schlecht. Na gut, die Frage ist halt, die Periode endet ja jetzt sowieso, die Transferperiode. Ja. Aber das dann so zu timen, dass wir in der Winterpause uns den Investor holen können, weiß ich nicht. Wir müssen ihn ja nicht gleich aktivieren. Ja, es reicht ja, wenn wir dann in der Winterpause zuschlagen. Ja, und wenn wir Noch ihn dann auch erst aktivieren. So, ja, aber gut, machen wir mal dazu haben wir weiter. dann, wem wir unbedingt noch eine Chance geben wollen, ist zum Beispiel auch unserem Jugendstar, das können wir dann auch jederzeit machen. Eben, genau. Unserem Dario da unten. Und Jeremorini. bis dahin ist ja auch unser Daniel Didavi wieder fit. Ne? Ja, wäre toll. Sollte zumindest. Daniel Hackbart. Ja, das ist unser Scout. Erreicht eine Spezialisierung. Einer unserer Scouts in Schön. Österreich. Er spezialisiert sich jetzt auf Chile. Ja, das war der, der unseren chilenischen Österreicher gescoutet hat, oder? Kann gut sein. Gibt es da eine Einbürgerungsmöglichkeit? Nee. Keine, die sich wirklich lohnt. Gespielt im Inland und im Ausland. Da kann man aber eigentlich nicht mehr viel einstellen. Ich glaube, wir haben auch die, die wirklich lohnenswert waren, erstmal geholt. Das wird wahrscheinlich erst, wenn irgendjemand mal in Österreich ein Jugendcamp hat, dann wird es wieder interessant. Ja. Was machen unsere Scouts? Allgemeiner Scouting Chile. Der Hackbart, der beobachtet und der hat keine Aufgabe zugewiesen. Soll der in Chile wirklich rumgucken oder soll er in Österreich gucken und da Talente findet? Was für die Nationalmannschaft etwas sinnvoller wäre, Ja, finde ich ich. meine, wir haben hier 6 Scouts, also soll der Wofür? eine mal in Chile gucken und die anderen gucken halt in Österreich. Die anderen gucken halt mal irgendwo in Großstadt Wien, die anderen gucken in Salzburg. Allgemeines Scouting in Österreich. Minimales Alter ist egal, die Stärke würde ich. Auf 50 bis 60 mindestens hochsetzen, oder? Ja, machen wir 55. Ja, wenn er einen mit 15, mit 55 findet, ist das zumindest mal einer der. Können wir uns zumindest mal angucken. Was wir uns mal angucken können, wäre, ob in der Jugendnationalmannschaft, ob da noch ein paar Daten verfügbar sind. Ja. Das können wir uns auch mal angucken. Allgemeines Scouting Land Österreich, gut, das haben wir gerade. Was wollen wir noch machen? Wir können auch Nationalität, also es bringt, Ich oder? meine, Nationalität Österreich? Können wir auch durchaus machen. ja, Nationalität Österreich und dann vielleicht in Deutschland mal schauen, weil beim FC Bayern oder so kommen ja schon auch manchmal welche in die Jugend. Oder eben die Engländer, Weimann zum Beispiel. Aber Das. können wir, genau, eine für Deutschland und eine für England. Und dann noch einen für Chile. geschätzte Stärke machen wir wieder 55. Deutschland, Österreich und bei dem
Machen wir England, Österreich. Ich hoffe, es ist gerade nicht zu langweilig für euch, aber wir sind eh gleich fertig. Wir als alte Patrioten müssen halt auch gucken, dass die englische, die österreichische Nationalmannschaft, schwieriges Wort, ein bisschen vorwärts kommt. Genau. Wir haben noch viel vor mit denen. Ja, nachdem es in Real mit der WM zumindest fraglich wird. Auch wenn noch nicht viel gespielt ist, aber trotzdem. Was wollen wir noch? Frankreich oder Spanien? Oder Italien? Italien vielleicht eher so als Nachbarland direktes. Da Mhm. kommen vielleicht mehr Österreicher noch her. Italiener? Dann können wir auch gerne ein Angebot stellen. Der ein oder andere Italiener wird wohl auch dabei sein in Italien, aber vielleicht. Also. So, 55 wieder. Italien, Österreich, na schön. Sehr gut. Allgemeines Sind die Scouting Italien, dem haben wir doch gerade gesagt. Stärke 55. ja. Wird halt nur nicht angezeigt. Na gut. However. Ich wollte gerade sagen. ja, da gibt es keine Jugendmannschaft. In den Statistiken kannst du gucken. Hä? Statistik oben, dieses ja, genau Statistik. da. Da gibt es irgendwo Nationalmannschaften U, also links in dieser kompletten Liste. Gibt es Nationalmannschaften U bis U15 müsste es, glaube ich, oder U. Wie spannend das jetzt bestimmt für euch sein muss. Da, Damals. fünf. U15 oder was? Ja, gut, die sind jetzt noch recht weit weg, aber U21 wäre mal interessant. Michael, da ist wahrscheinlich unser Stöger mit drin. Ist oben noch Was auf meinst du, ist Österreich. das, dass wir denen? Dass wir auf Öster bei Österreich mal gucken, was da denn für Leute demnächst kommen Ach würden so, können. mh. Der hintere Ecker. Neuhold zum Oh. Beispiel. Alaba. Neuhold zum Beispiel, wenn wir den mal scouten, von unseren Scouts. Ja, nur wie? 70. Ja, müssen wir Sturm Graz bei Sturm Graz suchen, oder? Dann Neuhold eingeben. Irgendwie so muss es funktionieren. Und Regensburg, den sollte er dann eigentlich finden. Ja. Genauso wie er eigentlich den auch finden sollte, den wir jetzt allgemein Scouting in Österreich gemacht haben. Genau, aber deshalb haben wir es ja unter anderem auch gemacht, dass die zum Beispiel auch gescoutet werden Ja. für unsere, ja, U21. Als Stöger wahrscheinlich sogar noch in der U19. Holzhauser haben wir ja. Hinteregger, der ist schon voll gescoutet. Gar nicht schlecht. Ja, also für einen 19-Jährigen mit 69, der hat auf jeden Fall Perspektiven. Dann Wow. könnten wir uns den auch holen. Sogar fürs Team, meinst du? Ne, Wow. Zweikampf ist gar nicht übel. Ja, warum nicht? Spricht Deutsch, also das heißt, er hat auch nur bedingte Mag Sprachprobleme. uns. Hat nur die klassischen Sprachprobleme zwischen Schwäbisch und Österreichisch. Genau. Sicher günstig. Ja, Nachteil halt, wir können uns dabei nicht leisten. Im Moment noch nicht. Nee. Ja, bin ich auch gespannt, was da noch so rauskommt, wenn wir die da voll gescoutet haben. Also das ist so eine gute Möglichkeit, immer zu gucken, wenn du mit Nationalmannschaft spielst, einfach mal die Jugendnationalmannschaften mal durchblättern. Wer wo spielt? Ja, und auch so ein bisschen anschauen, ah, wer hat vielleicht schon Tendenz zu welcher Spielstärke, den wenigen kann ich mal einladen. Ja. So ein Freundschaftsspiel oder sowas. Ja, So, und also. den Penner mit seinem Chile gebe ich jetzt echt raus, gleich, oder? Ja. Wie gesagt, unser Igor Lichnowsky ist ja eigentlich komplett gescoutet. Den Österreicher, den er in Chile beobachtet hat. So, dann können wir gerne nochmal eine Mannschaft beobachten, haben wir gesagt Sturm Graz, gell? Ja, Dann oder haben wir den Spieler den ein halt bisschen direkt, aber schneller. hättest auch den Spieler Spieler direkt beobachten, ja, auswählen. hast recht. Er ist noch intelligenter. Haben wir ihn vermutlich noch schneller.
Theoretisch. Praktisch. Gehen wir auf Europa. Österreich müsste. War ja klar. Bist irgendwo dabei, ja, da. Ach, diesmal wieder in der Liste richtig. Ja. Ja. Sturm Graz. Ich glaube, ich war gerade vorbei. Alter, wie. Ah, da war's. SK, ja. Wie hieß er doch gleich? Irgendwas Jugendliches. 19 Mara, ne? Meine Schumacher? ich. Nee, ich glaube, er war 19. Neuhold, das war er. Gut. Hast du den jetzt? Vor allem, hat er den jetzt überhaupt übernommen? Nee. Macht das Spaß. Da, da, da. Fahrstuhlmusik. Ja. Ach ja, und das ist jetzt in der Dauerschleife. Stellt euch einfach vor, ich habe jetzt keine große Lust weiter zu singen. Was kann ich aber nicht? Ja. Jack und Job. Ach so, gut. Man sollte auch lesen. Ab und zu hilft das, aber Gut. So. viel Spaß beim Beobachten von Florian Neuhold. Vor allem, also ich als Spieler würde mir da ein bisschen gestalkt vorkommen, wenn die ganze Zeit einer hinter mir herläuft. Ah, Marvin Ducksch. Der Ja, ist noch nicht fertig. der so böse schaut. Ja, der ist nämlich gar nicht übel. Also den habe ich schon in einem anderen Spielstand ausgescoutet. Habe ich dir ja gesagt, dass der bestimmt noch ein bisschen braucht. Ja. Mit CK schreibt er, glaube ich, Ja. aber gute Ansätze auf jeden Fall hat. Und halt auch extrem jung. Mit 18. Ja, viel Potenzial. Er muss halt einfach spielen, wahrscheinlich. Und das siehst du auch in 5 Einsätzen, 8 Tore. Spricht auch schon ein bisschen Bände. Klar, in der dritten Liga, aber trotzdem. Ich meine. Also bisher glorreiche Zukunft. Und ist im Moment auch noch echt günstig. Ja. Also, Ja, das ist es eben. den sollten wir, wenn dann, schnell holen. Was nicht geht, weil ihr wisst schon, Gehalt und so. Aber Da war doch ja. was. Aber primär können wir den für sehr gutes Geld kriegen. Ja, mit. 5,25 und ja, hat eine glorreiche Zukunft vor sich. In der zweiten noch ein bisschen spielen lassen. Ein bisschen aufleveln. Ja, na dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part und bei Wolfsburg und dem Ligastart. Ja, bis dann. Au revoir.